3. 3 so. Das Ei weg. Dann können wir das hier hin, so. So, dann nehmen wir das Eisen alles mit und das Wasser ist gerade übelst laut. Und jetzt Eisen. So. Und was bist du? Aluminium, okay. Dann bauen wir dich mal wieder ab. Okay. Okay, jetzt können wir dich wieder nicht mitnehmen. So. Wolle. Warte, Wolle könnten wir noch gebrauchen. Okay, ich bräuchte nur noch eine Wolle. So, holen wir uns den Kopf hier wieder. Und da haben wir hier wieder Eisen. Obwohl ich ja nicht gar nicht mitnehmen wollte. Okay, wir kommen hier raus, okay. Ich sollte vielleicht nochmal zum Schiff zurück. Okay, hier ist wirklich ein Dorf. Find ich awesome. Okay, jetzt brauchen ein Bett. Yep, ihr habt keine Chance gegen mich. Alter, hat er mich genockbackt. Komm, komm. Okay. Du hast aber was Cooles gedroppt hier. Machen wir die hier. Was ist das? Freezer Rate X increases underwater cutting speed. Also man kann unter Wasser viel schneller mit dem Bäume fällen. Oh, das ist wirklich eine Village. Okay. Ah, ein Mob hier. Wo ist er hin? Okay, Enderman, ich hole dich jetzt. Ich schaue dich nicht an. Und jetzt hole ich dich! Hä? Ach komm jetzt. Okay, ich sollte was essen. So. Warte. Okay. Haben wir hier noch etwas, was wir umbringen müssten? Was bist du? Was bist du, ein Mann oder eine Maus? Oder eine Maus? So, jetzt holen wir uns das hier, weil das gibt manchmal gute Sachen. Zum Beispiel keine Pfeile, weil Pfeile sind keine guten Sachen.
sondern andere Sachen. Okay. Wir haben hier eine Village halb im Wasser. Oh, hier haben wir eine Schmiede, okay. Da gibt's sicher coole Sachen drin. So. Okay, ein Diamant ist nicht schlecht. Ich muss eigentlich das alles mitnehmen. Aber ich kann nicht. Okay, das können wir hier lassen, das können wir auch hier lassen. Äpfel können wir hier rein tun. Ah, das brauche ich auch nicht. So. Warum habe ich... Ich habe für 7 Minuten Water Breeding. Geile Scheiße. Okay, was ist das für eine Blume? Ich glaube, das ist, was ich meine, das ist klar, das ist es. Wir nehmen sie eher ganz, ganz langsam. Oh mein Gott, es ist so eine. Es ist so eine. Okay, das kann ich raus. Es ist dann Hexte. Es ist Hextical Essence. Ja! Unsere erste Hextical Blume. So. Wir sollten weiter in diese Richtung gehen, weil dort waren wir eigentlich so noch nicht. Cool, wir haben jetzt Water Breeding. Und warum greifen mich diese Krokodile nicht an? Das ist auch ein bisschen verwirrend. Aber das macht mir nichts, denn ich hole mir jetzt einfach von den Villagern hier einen Block. Oh. Können wir noch ein paar mitnehmen? Falls wir genug. Ja, wir haben genug Platz. So. Dich muss ich mitnehmen. Weil einfach so. Gut. Jetzt haben wir nämlich. Können wir noch ein Bett. Jetzt können wir ein Bett draus craften. Ja. Hier. So. Und dann hier das hier. Hier das hier. Ich meine so. Und bäm. Und dann haben wir hier ein Bettchen. Okay, das war jetzt ein bisschen scary, diese Musik. So. Und wir rennen hier weiter durch die Gegend. Was ist das? Was bist du? Ja, es ist ein Beerenbusch. So süß. Boah, mein Inventory ist immer voll. Das kann nicht sein, weil sonst können wir erst keine neuen Sachen mehr aufnehmen. Okay, und dich Pelikan hole ich jetzt vom Himmel runter. Okay, wo ist denn Drop hin? Wo ist denn Drop hin? Oh, hier. So. Rauf an die Oberfläche. Oh, wir haben Water Breeding. Das ist so cool, Leute. Okay, was hast du uns gegeben? Wir haben einen Talon. Okay. Okay, wir müssen weiter in diese Richtung schwimmen. Mann, ich muss schneller. Warte, wie lange hält jetzt mein Water Breeding an? Oh mein Gott, ich kann unter Wasser sein. Komm jetzt schneller. So. Wir schwimmen hier durch. Wie gekonnter Schwimmer. So. Und wir müssen keine Luft holen, Leute. Das ist episch, Leute. Das ist einfach geil. Was ist das für ein Land? Das ist dort vorne generiert. Sieht so fremd aus. Und ich kann immer noch unter Wasser atmen. Ist so cool, Leute. So. Und wir kommen immer näher. Wow, das sieht wie ein Wasteland aus. So, wir schwimmen weiter.
Okay, das ist wahrscheinlich ein Wasteland. Wir haben ein Bär gefunden. Wir suchen einen süßen Bär. Okay, das ist ein Wasteland. Was ist das? Palm Tree Sapling. Eine Palme brauchen wir eigentlich nicht daheim. Was kann man eigentlich mit dem draus machen? Mit dieser Kralle. Wow, das Wasser sieht ein bisschen dreckig aus hier. Ich glaube, ich schwimme hier hin. So. Okay. Die Squids schwimmen da drin. Wow. Würde ich nie machen. Okay, das ist wirklich Wasteland. Voll Wasteland-Style, Junge. So. Und dann sieht's hier. Wir gehen hier einfach mal durch. Durch dieses Wasteland. Okay. Hat nicht sehr viel. Bauen wir das mal ab. Und schauen wir, was das ist. Cracked Sand. Okay, dann nehme ich aber lieber meine Kralle hier mit. Okay. Jetzt geht's hier durch. So. Alter, dieses Wasser sieht so dreckig aus. Würde ich nie dran versuchen zu baden. Niemals im Leben. Im Leben nicht. So, und wir gehen weiter durch das Wasteland. Und was sehen wir denn da? Das sind, glaube ich, sind das Eber. Wenn ich mich nicht täusche. Eine Warze wahrscheinlich. Möchte ich eigentlich nicht. Okay, hier ist einfach alles abgeschnitten. Wo bin ich hier denn? Okay. Mein Water Breeding hält nicht mehr lange. Gehen wir einfach weiter in diese Richtung. Sieht für mich vertrauenserregend aus. So. Gehen wir weiter in diese Richtung. So. Und hier haben wir einen Apfel, den wir gut aufnehmen können. Danke. Neue Hund, das möchte ich eigentlich nicht. So, wir gehen hier weiter. Und jetzt können wir sprinten, damit wir schneller sind hier auf dem Eis. Oh, Giraffen, das sieht aus wie eine Savanne. Und das sieht aus noch eine Schmiede. So geil, Leute, so geil. Ihr findet gerade so viel Loot. Wahrscheinlich wird es wieder so bedeppert sein. Habe ich mich schon gefreut. Und wir haben noch eine Village gefunden. Wahrscheinlich, wenn wir nachher wieder das Modpack nicht mehr drin haben. Wir haben hier überall hier in der Savanne so riesige Löcher und so weiter drin. Im Boden. Weil im Vanilla Minecraft gibt's ja diese Blöcke nicht. So. Das sieht cool aus. Und wir haben noch eine Village gefunden. Oh mein Gott, ich bin der Village Finder. Ich habe schon in Vanilla Minecraft zwei Villages nebeneinander gefunden. Ich bin der Villager Finder. Ich finde alle Villages. Egal welche. Lapis brauche ich jetzt nicht. Wir haben eine Schmiede. Ja. Dumme Villager. Kann ich die? Ich kann sie schon schlagen. Ha, danke. So, rauf. Und wir haben zwei Äpfel und dann haben wir Iron Boots, die brauchen wir nicht. Koordinaten einfach merken. Koordinaten sind gemerkt worden. So.
Marker für die Herzen. Will, Pfeile brauchen wir eigentlich nicht. So. Setzen wir im Betten. Und schlafen. Gute Nacht. Guten Morgen. Gehen wir weiter in diese Richtung. Wir haben jetzt noch genug zu essen. Oh, hier ist so viel von diesem Gras. So viel Gras. Kriegt man auch mal was Gutes draus? Herzen nur.